kommen damit zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der Tagesordnungspunkt 6.3, Pflegedienste stärken, Parkerleichterungen für ambulante Pflegedienste schaffen. Ein Fraktionsantrag CDU-Fraktion, zu dem es auch einen Änderungsantrag der CDU-Fraktion gibt. Und Frau Walter führt hierin ein. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates, liebe Bürgerinnen und Bürger, pflegen und heilen. Dies ist der Auftrag, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ambulanten Pflegedienste zu erfüllen haben. Pflegekräfte aus der ambulanten Pflege erbringen ihre Leistung unter ganz anderen Bedingungen als Mitarbeiter in der stationären Pflege. Frau Professor Bartke führte dazu aus, berufliche Handlungsfähigkeit bedeutet im ambulanten Bereich, alle anfallenden Aufgaben im Augenblick des tatsächlichen Einsatzes in ihrer Komplexität zu erfassen und Planung, Organisation und Durchführung innerhalb einer bestimmten vorgegebenen Zeit selbstständig und vollständig vornehmen zu können. Faktisch kann das alles bedeuten. Der Stomabeutel läuft über, der Wundverband ist abgerissen, der Patient hat Schmerzen, das Bett muss frisch bezogen werden. Was genau zu tun ist, das erkennt der Mitarbeiter meist erst, wenn er durch die Tür ist. Und dann heißt es handeln. Helfen bedeutet aber auch reden, trösten, beraten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ambulanten Dienste sind nicht selten der einzige soziale Kontakt, den die Älteren und Pflegebedürftigen am Tag haben. Auch dafür braucht es Zeit. Der Leistungskatalog der Pflege- und Krankenkassen hat für jede Tätigkeit einen minutiösen Ansatz. Das damit verbundene Punktebewertesystem stellt die Grundlage für die Bezahlung der ambulanten Dienste und somit auch der Mitarbeiter dar. Körperhygiene, Bewegung, Ernährung, Blutdruckmessen, Medikamentengabe, Spritzen setzen, Inkontinenz, Wunden, Stoma-Anlagen versorgen, Ulkus, Dekubitus, Diabetesversorgung, Beatmung, Sauerstoffversorgung. Zu diesen nur auszugsweise genannten vielfältigen Aufgabenbereichen ambulanter Dienste werden Sie sehr exakte Vorgaben der Pflege- und Gesundheitskassen erhalten. Eine Leistung, die Sie hierin allerdings nicht finden werden, ist die Anfahrt und die zeitraubende Suche nach einem Parkplatz. Jeder, der in seinem persönlichen Umfeld Pflegebedürftige, Kranke oder Behinderte versorgt, der weiß, die Hilfe und die Zeit einer engagierten, kompetenten und empathischen Pflegeschwester oder eines Pflegers sehr hoch zu schätzen. Wir haben heute die Chance, etwas zu tun, was über die reinen Sympathiebekundungen für unsere gesundheitskranken und alten Pflegerinnen und Pfleger hinausgeht. Ein kleiner Beitrag bei dem, was alles notwendig ist, um Pflegeberufe wieder attraktiv zu machen bzw. die Pflege insgesamt zu reformieren. Das ist mir bewusst, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Mit der neuen Parkgebührenordnung, welche wir in der letzten Sitzung des Stadtrates beschlossen haben, wurde die Gebühr für ambulante Pflegedienste nicht erhöht, sondern halbiert. Dafür haben wir, die CDU, uns eingesetzt. Viele der von den ambulanten Pflegediensten zu betreuenden Menschen wohnen in der Stadtmitte und werden dort täglich versorgt. Unter anderem durch die Zunahme der Innenstadtbebauung und den Wegfall von Stellplätzen ist die Parkplatzsuche für die Pflegenden zur Strapaze geworden. Verlorene wichtige Zeit, mitunter weite Wege vom Parkplatz zum Einsatzort, mit schweren Taschen über der Schulter und nicht zuletzt die Kostenintensivität belasten die Versorgungssituation. Hier wollen wir einen spürbaren Beitrag zur Entlastung der ambulanten Dienste leisten. Wir wollen deren wertvolle Zeit gewinnen, um die Betreuung unserer Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Mit unserem vorliegenden Änderungsantrag, den ich bitte zur Abstimmung zu bringen, wollen wir ambulanten Pflegediensten künftig kostenfreies Parken in der Stadt ermöglichen. Gleichzeitig wollen wir mit den großen Dresdner Wohnungsanbietern ins Gespräch kommen. Auch hier brauchen wir Lösungen und Parkerleichterungen. Mit dem Änderungsantrag haben wir unseren Ursprungsantrag den Beschlussempfehlungen des Bauausschusses angepasst. Einige Bemerkungen gestatten Sie mir hierzu jedoch noch. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist es leider nicht mehr möglich, dass ambulante Dienste im eingeschränkten Halteverbot parken.
In unserer Innenstadt gibt es Wohnlagen, in denen es mittlerweile keine Anwohnerparkzonen mehr gibt. Auch hier leben ältere und älter werdende Bürgerinnen und Bürger, die in ihrer vertrauten Umgebung bleiben möchten. Radfahren im Pflegedienst ist nur für eingeschränkte Leistungen sinnvoll. Für eine qualifizierte Fach- und Intensivpflege ist dies kein Ansatz. Zurück zu unserem Antrag. Wir korrigieren selbstverständlich in unserem Änderungsantrag noch das Datum in Punkt 1 auf den 30.09.2021. Einen 31. September wird es dieses Jahr auch nicht geben, obwohl die Zeiten sicher außergewöhnlich sind, wie der heutige Tag zeigt. Ich bitte Sie um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Walter. Wir treten ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die AfD-Fraktion. Herr Vetterlein. Sehr geehrter Herr stellvertretender Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben freudig zur Kenntnis genommen, dass unsere Aktivitäten bezüglich der Unterstützung der Dresdner Wirtschaft und der notwendigen Hilfe für gesellschaftlich wichtige Betriebe und Einrichtungen nun auch von anderen Fraktionen erkannt und unterstützt werden. Ich darf daran erinnern, dass die AfD die erste und zunächst auch einzigste Partei war, die sich prinzipiell gegen die Parkgebührenerhöhungen und für Parkerleichterungen ausgesprochen hat. Ich möchte da auf unseren Antrag zum Handwerkerparken verweisen. Die nun heute hier vorliegende Beantragung der Parkerleichterung für ambulante Pflegedienste ist notwendig, wichtig und unbedingt zu unterstützen. Denn diese Unternehmen sind im Interesse der Allgemeinheit tätig und wir alle profitieren davon früher oder später, direkt oder auch indirekt. Zu kritisieren an dem vorliegenden Änderungsantrag ist allerdings, dass die Hilfsmittelversorger, und da sprechen wir von Sanitäts- und orthopädischen Fachbetrieben, von dieser Regelung nun doch wieder ausgenommen werden sollen. Diese sogenannten Leistungserbringer der Krankenkassen versorgen Patienten nicht nur mit Hilfsmitteln des täglichen Bedarfs, sondern auch mit technischen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Rollstühlen, Treppensteigegeräten, Pflegebetten, Personenlifter und Ähnliches und sind auch für die Wartung und Reparatur zuständig. Ich denke, jedem sollte klar sein, wie schwierig es ist, diese Gerätschaften ortsnah anzuliefern, beziehungsweise zusätzliche Kosten für die Krankenkasse und die Patienten dadurch zu vermeiden. Wenn wir also von einer wirklichen sozialen Regelung und Erleichterung im Interesse der Dresdnerinnen und Dresdnerinnen sprechen wollen, dann sollten die Hilfsmittelversorger dringend mit einbezogen werden. Ich möchte also der Antragstellerin vorschlagen, beziehungsweise sie darum bitten, die Hilfsmittelversorger, die sich für meine Begriffe nicht unter Fach-, Basis- und Intensivpflegediensten einordnen lassen, wieder bei den Parkerleichterungen aufzunehmen bzw. sie wieder einzubeziehen. Hilfsweise stelle ich hiermit den Antrag, den Änderungsantrag der CDU so zu ergänzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vetterlein. In der Fraktionsrunde Fraktion Die Linke. Wer darf? SPD-Fraktion. FDP, Freie Wähler, Bündnis 90 Grüne, dann Frau Walter nochmal. Ja, Herr Vetterlein, ganz kurz. Die Hilfsmittelversorger dort mit reinzunehmen, aus den genau von Ihnen bekannten Gründen, hatte ich ja im Antrag, im Ursprungsantrag mit aufgenommen, aus genau den von Ihnen genannten Gründen. Allerdings ist das nicht möglich aus rechtlichen Gründen, weil wenn wir kostenfreies Parken wollen, müssen wir das sehr eng begrenzen. So ist es uns in den Ausschüssen gesagt worden. Und deswegen bezieht sich das ausschließlich auf die Fachbasis- und Intensivpflegedienste. Vielen Dank. Ich sehe jetzt zunächst keine weiteren Wortmeldungen. Doch, bitte schön, Herr Aschenbach.
Hallo. Willkommen zu Parken, wie geil ist das denn? Teil 3 von X. Hier Pflege. Über die grundsätzliche Notwendigkeit, möglichst nicht zu parken, sind wir uns in Teil 1 von Parken, wie geil ist das denn? Und Teil 2 von Parken, wie geil ist das denn? Schon klar geworden. Auch, dass manch einer parken muss. Zum Beispiel ambulante Pflegekräfte. Die Zeit, bis die, die wir nicht mehr brauchen, zentral oder endgelagert werden, verlängert, was? Und verbessert sich durch die ambulante Pflege. Alter haben wir ziemlich viele und gar nicht so richtig Bock, uns dieses unproduktive Gemähre was kosten zu lassen. Ich vermute, weil die Alten unansehnlich sind und komisch riechen. Zum Glück flitzen aber dennoch ein paar Unbeirrbare durch die Stadt und kümmern sich um die Oma. Den ganzen Parkplatz Kladderadatsch inklusive. Herr Zastrow, wussten Sie, dass man einen Kleinwagen in durchschnittlich 13 Sekunden einparken kann, während man mit einem SUV 28 Sekunden braucht? Weil das Pflegebusiness zwar durchaus wirtschaftlichen Zwängen unterliegt, aber bei lumpigen Pflegesätzen und Dreckslöhnen arbeitet, sind wir uns diesmal wohl alle einig, dass die Stadt Ihnen das Leben nach Möglichkeit erleichtern sollte. Pflegekohle in der Stadtkasse riecht nach Rentnerurin. Besonders betonen möchte ich noch, dass ich mit Freude gelesen habe, dass die CDU hofft, Zitat, die Arbeit der Pflegekräfte und sozialen Dienstleister zu erleichtern, die Berufe aufzuwerten und vor allem mehr Zeit für Zwischenmenschlichkeit zu schaffen. Diese 180-Grad-Wende der CDU, weg von jahrzehntelang verfolgter Spar- und Scheißdrauf-Politik, begrüße ich und bin gespannt, wann der parteieigene Gesundheitsminister Jens 9.999 Euro der Abend Spahn davon erfährt. Dankeschön. Weitere Wortmeldungen gibt es nicht. Eine Frage in Richtung AfD. Herr Vetterlein, im Hinblick auf die Ausführungen von Frau Walter, halten Sie den angekündigten weiteren Änderungsantrag aufrecht? Ich halte die Ergänzung aufrecht, ja. Der betrifft die gestrichenen Worte ambulante Pflegedienste, Hilfsmittelversorger und aufsuchende Sozialdienste? Der betrifft die Ergänzung Hilfsmittelversorger. Bitte, zu ergänzen. Noch. Hilfsmittelversorger wieder zu ergänzen. Herr Kollege Kühn, können wir dazu noch mal was zum Hintergrund etwas sagen? Weil es ja nach der Ausschussberatung eine dringende Empfehlung gab zur rechtlichen Sicherheit des Ganzen, diese Streichung vorzunehmen aus dem Antrag. Dass wir das nochmal untersetzen können. Also über das hinaus, was Frau Walter gesagt hat, was wir nur bestätigen können, können wir da nichts zu sagen. Das müsste ich erstmal hingehend prüfen, aber da würde ich mich jetzt hier nicht ungeprüft festlegen wollen. Gut. Herr Krüger, ein Geschäftsordnungsantrag. Ja, wir machen eine Minute Auszeit, ja.
So, vielen Dank. Wir beenden die Auszeit. Gibt es aus dem Rat noch etwas zu den Anträgen? Herr Vetterlein, bitte. Ich möchte meinen Antrag insofern präzisieren, dass die Erweiterung nicht unter Punkt 1 erfolgen soll, sondern in einem separaten Anstrich, der dann aussagen sollte, dass die Hilfsmittelversorger ebenfalls zu berücksichtigen sind. Gut, vielen Dank. Herr Krüger? Können wir bei den... Also wir hätten ja jetzt sowieso zunächst den Änderungsantrag als einzelnen Punkt von Herrn Vetterlein. Dann hätten wir den Änderungsantrag der CDU-Fraktion selber, der einige Punkte ändert. Und dann kommt die Schlussabstimmung, weil der Änderungsantrag ja nicht alles enthält. Also machen wir es in der Reihenfolge. Okay, gut. Dann rufe ich zunächst den weiteren Änderungsantrag der AfD-Fraktion auf und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser ist bei 32 Ja-Stimmen und 32 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Wir kommen dann zum Änderungsantrag der CDU-Fraktion. Ich bitte Sie auch hier um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dem ist bei 63 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme und einer Enthaltung zugestimmt. Und zur Schlussabstimmung zum so geänderten federführenden Ausschussbericht bitte ich Sie um Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies ist bei 65 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung so bestätigt. Vielen Dank. Wir verlassen damit den Tagesordnungspunkt 6.3.